Also man kann ja nicht sagen, dass wir keine Hilfe bekommen, weil wenn wir wirklich keine bekommen hätten, dann, also ich glaube nicht, dass dann die Menschheit noch leben würde, weil wir hätten uns ja schon längst selbst ausgelöscht. Also eine gewisse Hilfe haben wir irgendwie schon immer gehabt, alleine, dass wir überhaupt noch existieren. Aber diese Hilfe, dass wir wirklich sehen, dass sich Dinge zum Besseren ändern und dass irgendwie, ja, dass es halt besser wird und die Unterdrückung weniger wird. Also für mich gibt es da verschiedene Punkte, die also damit zusammenhängen. Weil das eine ist, es gibt einfach Dinge, wo wir Menschen die Verantwortung haben. Also wir können ja auch nicht sagen, dass uns irgendjemand retten soll, ohne dass wir unseren Teil dazu beitragen. Weil wir haben einfach auch eine Verantwortung und natürlich haben wir Hilfe und wir sind nicht alleine und wir bekommen auch Unterstützung. Aber es gibt Dinge, die sind einfach größtenteils bei uns Menschen. Also das kann man uns nicht abnehmen, man kann uns dann nur helfen. Zum Beispiel, dass wir in unserem Bewusstsein aufwachen. Das hat ja was mit uns zu tun und sie können uns helfen und Energien auf die Erde schicken, dass es für uns einfacher ist. Aber dass wir aufwachen, das ist ja dann in uns selbst. Und auch, dass wir auf der physischen Ebene, dass wir anfangen, etwas Neues, Besseres zu machen, das hat ja auch mit uns zu tun. Also es ist natürlich schwierig, im Großen etwas Neues zu machen, weil im Großen halt alles sehr unterwandert und unterdrückt wird von den Unlichten. Aber nur schon in unserem Rahmen, dass wir da etwas Neues und Schöneres machen, das hat ja mit uns zu tun, weil wir hier physisch leben und also auch wir einen Teil da haben und halt nicht einfach sagen können, wir warten jetzt, bis die heile Welt vom Himmel fällt, weil natürlich können, also wenn zum Beispiel die Unterdrückung von der Menschheit wegfallen würde, dann würden natürlich schnell Dinge passieren, wo dann für uns ganz viel verändern würde, auch wirklich zum Besseren. Aber das hat ebenso verschiedene Ebenen und ich finde es einfach wichtig, dass wir nicht darauf warten, dass uns jemand rettet, sondern dass wir wissen, wir haben Hilfe und gewisse Dinge, die können wir Menschen auch noch gar nicht. Also da helfen uns andere. Aber dass wir einfach den Teil, den wir als Verantwortung haben, dass wir den nicht abgeben. Aber sobald wir halt in so ein Ohnmachtsgefühl kommen, dann denken wir ja, wir können nichts tun. Und in dem Moment geben wir dann auch unsere Schöpferkraft, also nein, und also unsere Macht ab und dann machen wir mit unserer Schöpferkraft auch nichts mehr. Und hoffen dann einfach, dass jemand anders, egal ob das ein Mensch ist oder ein feinstoffliches Wesen oder Außerirdische, dass die dann kommen und uns retten. Und ja, also ja, das ist eben der eine Punkt und der andere Punkt.
dass es schon Ebenen gibt, auf denen die Außerirdischen die Lichtkräfte vieles auch schon gereinigt haben an unlichten Dingen. Und ich merke das auch, wenn ich einfach so fühle, wie sich das für mich so anfühlt, wenn ich hier auf der Erde bin. Man merkt zwar, dass im Kollektiv halt schon viel Schweres da ist und es gibt natürlich auch diese unguten Pläne und die merkt man ja energetisch auch. Aber trotzdem ist die Schwingung der Erde ist viel höher als noch vor 10 Jahren. Und ich habe auch das Gefühl, dass mehr Licht auf die Erde kommt, was ich vor 10 Jahren, also mir kam das weniger vor. Und dieses Licht hilft ja auch, dass die Menschen aufwachen können, wenn sie offen dafür sind. Und gewisse feinstoffliche Ebenen, die waren vor 10 Jahren, waren die noch belagert von unlichten Wesen und die sind jetzt sehr gereinigt. Also wir hier auf der physischen Erdoberfläche, wir leben halt in der Ebene, wo es am längsten geht, dass man etwas von dieser Reinigung merkt. Und wir sind ja auch in einem Übergang. Und zum Beispiel auch das, die höhere Schwingung und das Licht, was auf die Erde kommt, das hat ja wie so zwei Wirkungen. Weil für die einen Menschen ist das ganz positiv und sie wachen mehr auf. Und die anderen Menschen, die wissen wie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber das ist denen meistens nicht bewusst. Und dann drehen sie irgendwie durch oder machen seltsame Dinge, weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben, damit umzugehen. Und also es ist jetzt auf der physischen Ebene so, dass auf der einen Seite Menschen bewusster werden und auf der anderen Seite die seltsamen Dinge immer verrückter werden. Also irgendwie geht das wie so auf zwei Seiten. Und das hat ja auch halt damit zu tun, dass das wie so auseinandergeht, je nachdem halt, wie man mit der höheren Schwingung auch umgehen kann. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.